Meine Güte. Da hören wir doch mal gleich den Splatcast. Und nebenbei werden wir uns ganz einmalig wieder eine neue Waffe holen. Was heißt einmalig? Das machen wir jede Folge. Aber hey, egal. Wir haben auf jeden Fall neue Waffen freigeschaltet und kriegen auch eine neue Waffe heute. Wir kriegen heute, oh, den Doppler sehe ich. Ja, aber ich habe noch ein bisschen was im Sortiment. Das ist eine neue Waffe, die Punkt 52 Gallon bei testen. Dieses Schmuckstück hört auf den schönen Namen 52 Gallon und ist dann exklusiv. Großzügig bemessener Düse, die jetzt am Ende fesselbare Tintenkanonaden. Bei so viel Power müssen gewisse Abstriche in Sachen Klecksfrequenz gemacht werden, weshalb sich die Knöpfe und Feuerfasenländer ihren treuen Tintenwald zurückziehen. Doch keine Sorge, falls ihr das Gegnerteam ebenso in die Defensive vorzieht, dann kannst du ihn mit der Heuboje 5.1 einsetzen. Ja, ja, ja. Und den Fernblaster habe ich auch noch ein Angebot. Der kommt nur mit Haftbob und der Schauerwelle. Naja. Ja, aber wir wollen heute den Klecks Doppler und der hat im Angebot Haftbomben Krabbenpanzer. Das hört sich doch nicht schlecht an. Also, lass uns doch direkt das Ding anlegen. In der nächsten Folge gibt es dann den Quasto. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Auf geht's in unsere erste Runde des heutigen Tages. So, wir starten direkt in dem ersten Revierkampf. Let's go! Wir gucken natürlich, was wir hier machen können. Wir sind auf einer mehr oder weniger neuen Map, glaube ich. Also, ich glaube, die habe ich bis jetzt noch nie zuvor gespielt. Da bin ich mal gespannt. So, Revierkampf, wie immer, alles... Ah, nee, Quatsch, wir haben die schon gespielt. Quatsch, 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 wir haben die schon gespielt. Wir spielen Revierkampf, das heißt, einfach mal alles einfärben ist ja das Ziel, wie immer. Und heute gibt es in... Rangkampf, kann ich jetzt schon sagen. Den Herrschaftsmodus. Yep, richtig gehört. Heute gibt es Herrschaft. Das ist zwar in Serienkämpfen, aber warum nicht? Ich möchte euch ja so möglich alles zeigen. Das andere wäre heute, Dings gewesen. Also, gar nicht mal so viel wäre heute gewesen. Also das andere wäre Muschelchaos. Und das kennen wir halt schon. Deswegen sollten wir halt hier ein bisschen mehr aufpassen. Ha! Sehr schön, da hat meine Bombe doch gleich mal zwei umgehauen. War doch sehr, sehr gut, dass ich da gerade was hingehauen habe. Na egal. Egal, egal, egal. War trotzdem gut. Zwei Punkte haben wir uns geholt. Zwei Kills somit. Und ich muss mal hier noch weiter einfärben. Die machen ja gar nichts. Die sind ja nur im Kampf und färben hier nicht mal ein. Was soll denn das? Hallo, wir sind hier im Revierkampf und noch nicht im Rangkampf, ja? Ihr spielt ja schon so, als ob ihr hier im Rangkampf wärt. Aber so ist es noch nicht. Wir spielen erst Revierkampf, bevor wir in den Rangkampf gehen. Aber gut, wenn die keine Punkte haben wollen, dann hole ich die mir halt. Das ist mir auch nicht recht. Von mir aus sehr gerne. Okay, Hammer gut erledigt, das passt. Wir holen uns hier noch ein paar Pünktchen ab. Ja, ich sollte vielleicht aber auch nach oben. Denn wir haben ja auch immer noch hier oben noch einiges einzufärben. Was immer noch nicht eingefärbt ist. Na gut, wenn die sich denken, jo, wir brauchen keine Punkte, dann hole ich mir die halt. Und färbe hier ordentlich was ein. Ja, und... Der Stempel nehme ich auch einfach mal mit. Der kann ja nicht schaden. Okay. Gut, ich glaube zwar, das haben wir jetzt verloren, weil ich nur da hinten einfärben war, weil die anderen es nicht gemacht haben. Aber es könnte knapp werden. Ich glaube, wir haben das sogar gewonnen. Ja, hätte ich nicht eingefärbt, unser Zeug, dann hätten wir das Ding verloren. Aber das haben wir gewonnen. Sehr gut.
Dann passt das doch und wir können uns gleich in die nächste Runde stürzen. Zweite Runde im Flunder Funpark. Sehr schön. Wir sehen wieder sehr viele Maps. Das gefällt mir. So, und ich bin auch gespannt, wie gleich Herrschaft laufen wird. Also, da bin ich wirklich mal gespannt. Herrschaft ist ja ein Modus, den ich sehr, sehr mag. Schon seit Splatoon 1. Und da bin ich mal gespannt, wie der nachher laufen wird. Natürlich gibt es die Regeln gleich noch, was genau Herrschaft ist. Aber das werde ich euch gleich sagen, wenn es soweit ist. Erstmal kümmern wir uns hier um diesen Revierkampf. Erstmal färbe ich aber wieder an meinem Ort ein. Denn meine Leute tun es nicht. Na, ich bedanke mich auf jeden Fall für die freien Punkte hier. Okay, da ist jemand. Ja, dann, ich glaube, hinter mir war sogar auch noch jemand. Oh, der hat auch einen Krabbenpanzer. Okay. Ja, also hier ist halt absolut nicht richtig eingefärbt. Deswegen, das müssen wir immer mal noch gucken, dass wir das hier machen. Und hier wollte schon der lila einen Typ hier hoch. Wir feuern mal das cool an. Für die Coolkugel. Aber wir können jetzt schön hier runter gerade. Und alles einfärben. Okay. Bin ich jetzt schon mal hier unten gelandet? So, ich hab einen. Kommt gleich der zweite. Ja, wir müssen hier so ein bisschen aufpassen, denn auch der Klecks Doppler hat im Übrigen zwei Spezialfunktionen. Oder eine Spezialfunktion eher. Denn man kann mit ihm hier auch kurz nach vorne sprinten. Das habe ich, glaube ich, im Offline-LP schon mal gesagt. Und dann kann man mit ihm halt einfach mal schnell jemanden töten, aber ja. Das geht halt nur mit dem Doppler. Mit anderen Waffen ist das halt nicht möglich. So, ich versuche mal hier rüber zu springen. Das hat gut funktioniert. Dann färben wir das ja mal noch ein. Okay. Da bringt ja dein Trizuka auch nichts, ey. Ja, schade. Aber ich habe ihn noch mitgenommen in den Tod. Hoffentlich machen meine Leute noch was, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Nein, das haben wir verloren. Das dürften wir verloren haben. Oh ja, und so wie es aussieht, sogar eindeutig. Ja, eindeutig. Schade. Aber okay, das war der Revierkampf für heute. Dann würde ich sagen, ab in den Rangkampf, ab in die Serie, ab zu Herrschaft. So, Herrschaft. Im Theoretischen heißt es hier erobern. Und zwar gibt es hier eine oder mehrere Zonen. Ich glaube, maximal zwei Zonen können spawnen. Aber ist egal. Es gibt hier auf jeden Fall eine Zone. Und die müssen wir halt jetzt so schnell wie möglich einfärben in unserer Farbe. So, dass mir hier auch die Herrschaft erlangt. Genau so meinte ich das gerade eben. Wir müssen hier die Herrschaft erlangen. Und dann relativ lange überleben, so wie das jetzt der Gegner tut. Gefühlt macht das immer nur bei uns der Gegner statt wir. Also ich mache immer irgendwie das Erste und danach schaffen es die Leute nicht mehr, den Zähler zu stoppen, beziehungsweise die Herrschaft wieder zu erlangen. Ja, natürlich. Alles klar, Mann. Was geht hier ab? Ich stürze mich einfach rein und... Ja, die campen auch gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, dieser Modus ist halt auch ein bisschen zum Campen tatsächlich geeignet. Also man muss halt
alles in seiner Farbe hätten gut machen. Ja, und dann campen die halt ein bisschen. Das ist echt scheiße. Ja. Scheiße gelaufen für... Ja, klar! Digga, was willst du eigentlich? Ich komm rein. Hö, tot. Ja, genau, man. Was zum Teufel will ich hier ab? Oh, wir haben den Zähler endlich angehalten. Die Gegner haben halt noch 12 Sekunden. Also 100 Sekunden müssten die Gegner ungefähr überleben, sozusagen. Ja, und da habe ich... Da sind wieder die Herrschaft. Ich glaube, ungefähr die Hälfte müssen wir einfärben. Dann wird der Zähler angehalten haben. Wir haben jetzt schon verloren. Ja, GG. Was zum Teufel? Was hat unser Team... Was hat mein Team wieder gemacht? Also egal, wo ich Rangkampf spiele in dem Sinne, ich verliere stetig. Habe ich letztes Mal einen Rangkampf... Ja, ein oder zwei Rangkämpfe habe ich vielleicht gewonnen letztes Mal, aber mehr glaube ich nicht. Wow, 1-5-0. Hm. Schwierig. Na egal, zweite Dings. So, zweite Runde im Rangkampf. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie funktioniert. So, gleich mal hier versuchen, die Herrschaft zu erlangen. Ja, und da bin ich schon instant tot, sobald ich es versuche. Aber noch hat keiner die Herrschaft hier erlangt. Das heißt, wir haben noch die gute Chance, irgendwie das hinzukriegen. Jetzt hat die Gegner leider die Herrschaft. Ja. Und ich kann nichts dagegen tun. Schade. Ja, und die campen jetzt hier direkt wieder. Die warten jetzt hier wieder, bis jeder spawnt und dann weg zu campen. Ja, da... der Modus ist halt prädestiniert zum Campen. Das muss man auch mal sagen. Also jeder, der campen möchte, der möchte diesen Modus bitte spielen. Ah ja. Digga, was ist mit dir? Hau ab. Haut er mich schön schon hier weg, ne? Und ich hab's nicht... Was ist... Wo ist mein Team? Ich bin alleine vorne. Wo ist mein Team? Ich bin verdammter... Ich bin alleine vorne! Mein Team ist nicht da! What the fuck? Ist ja klar, dass wir verlieren! Digga! Wo ist mein Team? Ich bin alleine vorne, versucht das umzufärben. Wo sind die anderen? Ey, das ist doch ein reinster Scheiß gerade. Wo sind meine anderen Mates, wenn ich sie brauche? So, Nistron, und das meinte ich halt, es können halt viel, viel mehr Matches jetzt sein, weil halt sehr viele Matches auch schnell vorbeigehen. Wie eben gerade gesehen, ich erwähne es jetzt nicht nochmal, aber ich stehe alleine vorne und versuche das umzufärben, mein Team ist nirgendwo. Da frage ich mich wirklich, was die da gerade gemacht haben. Mittagspause oder was? Ja, das war mal wieder klar, dass ich da, ja, schon haben die. Und schon haben die es geschafft. Mein Team ist mal wieder komplett woanders. Die sind nicht mal mit vorne bei mir. Ja, ich habe halt nichts, ne? Kann halt jetzt nichts machen. Ja, ich habe keine Tinte. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Tinte. Und vor allem, wo sind die anderen zwei? Der eine steht da. Ja, super. Ja, natürlich. Wir haben hier einfach nur Trawler. Der eine steht da, macht da hinten mal nichts. Das ist nice, ne? So, jetzt aber. Zähler angehalten, umgefärbt. Jetzt sind wir am Zug.
Nice. Aber jetzt sind wir endlich am Zug. Und sobald wir auch den Zähler anhalten und umdrehen und unser Revier herrschen, wollen, dann ist das nun so, dass auch der andere Zähler noch Dings hat, also noch Probleme hat. Und sie noch voll was an, also 57 Sekunden jetzt noch plus dazu haben. Und wir haben jetzt halt noch 30 Sekunden plus, die wir noch extra mit abwarten müssen. Das weiß ich allerdings nicht, wie das ganz entschieden wird. Das ist mir noch relativ unklar, tatsächlich. Oh, nice, jetzt müssen wir aber nur noch schnell umfärben hier, ne? Okay, umgefärbt. Sehr schön. Jetzt ist das Ganze auch richtig schnell umgefärbt hier. Nee, nee, nee. Hier kommt keiner rein. So, jetzt ist es wichtig, dass ich schnell zu meinem Team zurückkehre. So, wir müssen jetzt hier unbedingt... Ja, ich komme natürlich und werde ihn... Ich komme und werde Esel von der Heulboje attackiert. Why? Woher kommt diese Heulboje instant auf mich, Alter? Oh, ey. Scheiße, jetzt habe ich aber ein, zumindest zwei. Aber das sieht aktuell leider wieder nicht gut aus für uns. Außer mein Team schafft es, den Zähler anzuhalten. Perfekt, das wollte ich sehen. Umfärben. Sehr nice. Okay, wir müssen jetzt 29 Sekunden noch plus überstehen. Hinter mir ist jemand. Als ob. Hinter mir. Wo kommt? Ey, warum kommt ihr jetzt auf einmal hinter uns? Von wo? Blau, ihr müsst das einfärben jetzt aber fucking schnell, ne? Als ob es hinter uns halt auch noch voll im Weg gibt. So, Zähler. Herrschaft ist wieder da. Zu uns, Leute. Hierher. Ich habe keine Tinte. Ich habe wieder keine Tinte. Ich habe wieder keine Tinte. Verdammt. Ja. Einfärben, 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 einfärben. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So, Herrschaft ist da. Sehr nice. Herrschaft ist da. Oh, das könnten wir jetzt gut machen. Ja, Zähler ist angehalten. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie die Herrschaft gewinnen. Das wäre jetzt richtig fatal, wenn sie jetzt die Herrschaft gewinnen irgendwie. Heulboje am Start. Egal, ich muss versuchen umzufärben. Nein, sie haben es geschafft. Ja, das wird jetzt der letzte intensive Kampf. Das wird jetzt der letzte ganz intensive Kampf hier. Umgefärbt, nice. Ein down. Der nächste auch down. Yes. Jetzt schnell, 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 schnell rüber. Umfärben. Nice. Wir müssen halt jetzt nur hier irgendwie noch einiges überleben. Ich habe wieder keine Tinte. Ich muss kurz zurück. Tinte holen. Scheiße. Und sie haben den Zähler. Nein, die haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Das ist doch nicht euer Ernst. Als ob die das jetzt nochmal am Ende nochmal alles komplett gedreht haben. Holy shit. Ah, das war der letzte intensive Kampf gerade. Das war ein guter Kampf. Holy crap. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Ich finde, wir hätten es verdient gehabt. Aber okay, dann halt nicht. Ja, 11-13-1. Wow, kann man nicht viel meckern, ne? Wow. Okay, das gibt einiges. Das ist cool. Also wir haben Sieg, Sieg, verloren, verloren, verloren. Hm. Naja, was das andere heißt, weiß ich auch nicht. Aber okay, das wird man noch rausfinden. Ja, ansonsten cool. Haben wir das irgendwie geschafft. Mal schauen, was es im nächsten Part uns erwartet. Ich glaube, es gibt noch zwei Rampfkampf-Modi, die wir ausprobieren müssen. Das ist halt zum einen... Übrigens könnt ihr das auch gerne nachschauen. Bei den Arenen seht ihr, was als nächstes kommt.
Und es gibt eine Operation Goldfisch und. Ah, nee, Operation Goldfisch und Muschelchaos ist als nächstes dran. Also Muschelchaos ist das, aber hier gibt es Operation Goldfisch, Muschelchaos, genauso wie Turmkommando und Herrschaft. Ja, also in der Arena könnt ihr sehen, was auch als nächstes dran ist, welche Arenen als nächstes dran kommen. Also das könnt ihr alles nachvollziehen. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall fürs Zuschauen in diesem Part und hoffe, wir sehen uns bald zu einem neuen Splatoon 3 Online-Part wieder. Und dann gehen wir mit dem Quasto ab. Also, bis dahin und ciao.